Fast 400 Jahre sind vergangen, seit in Deutschland der Krieg aller Kriege entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Pest und rohe Gewalt. Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. An manchen Orten starben niemals zuvor und nie wieder danach so viele Menschen. Albrecht von Wallenstein. Mit der größten Streitmacht aller Zeiten erkämpft er für den katholischen Kaiser die Vorherrschaft in Europa. Der Krieg macht ihn zum mächtigsten Mann im Reich. Seine Beute sind prächtige Paläste. Seine Feinde verteufeln ihn als Gottlosen, der in seinem Machtwahn selbst nach der Krone strebt. So ein geheimes Gutachten. Der Feldherr wird zum Opfer höfischer Intrigen. In der Stunde seiner Niederlage tritt Schwedenkönig Gustav Adolf auf den Plan. Nur einer kann ihm Paroli bieten. Wallenstein. Er zählt zu den rätselhaftesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Albrecht von Wallenstein, geboren am 14. September 1583. In seinem Horoskop sucht der sternengläubige Feldherr sein Schicksal zu lesen. Johannes Kepler, der große Astronom, hat es erstellt. Es ist der Schlüssel zu seinem unergründlichen Wesen. Wir haben uns auf die Suche nach dem geheimnisumwitterten Schriftstück begeben. Die monatelange Recherche führt uns in das sächsische Hauptstaatsarchiv in Dresden. Das Dokument, das die Eigenschaften des kriegerischen Fürsten beschreibt, galt lange als verschollen. Niemand vermochte zu sagen, was daran Dichtung, was Wahrheit ist. Doch hier ist es bis heute erhalten geblieben. In der Akte Geheimer Rat, Geheimes Archiv 8113. Von einem Menschen ist in Keplers Aufzeichnungen die Rede, der hart über seine Untertanen sei, einsam, geizig und ungestüm. Großen Ehrendurst und Streben nach Macht, sagt der angesehene Sternendeuter voraus. Einen Mann wie Wallenstein würde jeder Herrscher gegen die Feinde schicken. Der große Krieg beginnt im Mai 1618. Die Prager Burg wird zum Schauplatz einer Rebellion böhmischer Stände. Ihr Zorn richtet sich gegen den erzkatholischen Kaiser. Er will die Rechte der Protestanten beschneiden und ihre Kirchen schließen. Die Antwort ist der Prager Fenstersturz. Die Aufständischen stürmen in die böhmische Kanzlei und stürzen zwei kaiserliche Statthalter samt ihrem Sekretär aus diesem Fenster der Burg. Die Rebellen wollen ein Exempel statuieren. Doch die katholischen Statthalter überleben das Spektakel dank eines Misthaufens im Schlossgraben, den sie für göttliche Fügung halten. Was hier in der böhmischen Kanzlei begann, wäre zum historischen Witz geraten, hätte es nicht halb Europa ins Chaos gestürzt. Man möge sich auf einen 20-, 30- oder gar 40-jährigen Krieg gefasst machen, sagte der Kölner Erzbischof voraus. Mit der böhmischen Revolte schlägt Wallensteins Stunde. Mit einer verwegenen Tat schlägt er sich auf die Seite des katholischen Kaisers. Zu nächtlicher Stunde dringen seine Kürassiere in das Schatzmeisterquartier der mährischen Stände ein.
Es ist die Stunde der Spekulanten und Beutemacher, die alles auf eine Karte setzen. Auf den großen Krieg, der Reichtum und den Aufstieg zum ruhmreichen Feldherrn verspricht. Fast 100.000 Taler raubt Wallenstein den eigenen Standesgenossen, die sich mit den böhmischen Rebellen verbündet haben. Wallenstein zieht mit dem erbeuteten Schatz und 200 Kürassieren zum Kaiser nach Wien, um den Retter der Monarchie zu spielen. Ein Regiment der böhmischen Stände lauert bereits vor den Toren der Stadt. Der Kaiser aber bleibt tatenlos und verschanzt sich in der Hofburg. Ihm fehlt eine schlagkräftige Armee und das Geld, um zu rüsten. Für Ferdinand II. Kommt der ehrgeizige Feldherr wie gerufen. Auf eigene Kosten will Wallenstein ein gewaltiges Heer zusammenstellen. Die Ständekasse habe er vor den Rebellen retten wollen, soll er in seiner Audienz beim Kaiser gesagt haben. Der Herrscher in Not sollte das Schicksal seines Landes schon bald in die Hände des machthungrigen Aufsteigers legen. Wallenstein war ein glänzender Organisator und er war ein Finanzgenie. Er war kein Neuerer, aber er verstand es, die alten Wege, die man kannte, sehr gut auszubauen und perfekt anzuwenden. Er war außerdem ein fähiger Heerführer, ein großer Stratege, was man in der älteren Forschung nicht so gesehen hat. Aber wir wissen heute, dass er auch als Militär außerordentlich fähig gewesen ist. Dabei war er brutal, hart, ein Machtmensch, der gleichzeitig die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen wusste und es perfekt verstand, die Konjunkturen der Zeit, die Umbrüche der böhmischen Revolte zu seinen Gunsten zu nutzen und seinen kometenhaften Aufstieg zu beginnen. Wallenstein ist der letzte große Condottiere, ein Söldnerführer, der ein eigenes Regiment befehligt und es in den Dienst des Kaisers stellen will. Es wird ihm gelingen, 100.000 Mann unter Fahneneid zu stellen. Eine gewaltige Armee, die ihn zum heimlichen Herrscher macht. Im Reich herrscht zu Beginn des Krieges eine wirtschaftliche Krise, die Wallenstein für die Rekrutierung von Soldaten zu nutzen weiß. Immer mehr Männer suchen Unterschlupf in den Armeen, um der drohenden Verelendung zu entgehen. Wallenstein ruft eine erste Kriegsindustrie ins Leben. Mit imposanten Rüstungen lässt er seine Elite-Soldaten ausstaffieren. Für das Unternehmen Krieg müssen gewaltige Stückzahlen her. Nie zuvor ist das Handwerk vor eine vergleichbare Aufgabe gestellt worden. Mit den besten Modellen aus den Waffenschmieden seiner Zeit stattet der Rüstungsmanager sein Heer aus. Feuerwaffen will er auf seinen Feldzügen massiv zum Einsatz bringen. Wallenstein hat in seinen Territorien eine Industrie oder eine Protoindustrie aufzubauen verstanden, die vor allen Dingen Handwaffen, Blankwaffen, aber auch einen Großteil der Uniformherstellung seiner Armee konzentrierte. Die Gelder, die im Rahmen des Krieges zukamen, wusste er somit in den eigenen Wirtschaftskreislauf produktiv zu integrieren. Der Umgang mit der Muskete ist das wichtigste Handwerk für die Söldner des Dreißigjährigen Krieges. In den militärischen Handbüchern der damaligen Zeit ist jeder Schritt akribisch in Zeichnungen festgehalten. Über 100 Handgriffe werden darin beschrieben. Für den komplizierten und nicht ungefährlichen Ladevorgang benötigen geübte Soldaten 1,5 Minuten. Ein Schütze demonstriert die schwierige Handhabung der Muskete. Aus einem der 12 Apostel am Bandelier des Soldaten wird exakt abgemessenes Schwarzpulver in den Lauf des Gewehres geschüttet.
die Bleikugel hinzugefügt und die Ladung festgestopft. Eine fein dosierte Menge Schwarzpulver wird aus der Pulverflasche auf die Zündplatte gegeben. Zuletzt wird die brennende Lunte in die Zündvorrichtung eingespannt und die Ladung explodiert. Wallensteins Eliteeinheiten sollen für den Kaiser gegen die böhmischen Rebellen kämpfen. Als Oberbefehlshaber und Geldgeber für den ersten Feldzug aber setzt der Herrscher zunächst auf einen anderen Mann. Maximilian von Bayern betritt die Bühne des Krieges. Er sollte zum größten Rivalen Wallensteins werden. Der Münchner Cousin des Kaisers regiert einen gut funktionierenden Nationalstaat und verfügt ebenfalls über ein eigenes Heer. Zugleich ist Maximilian ein fanatischer Verfechter des katholischen Glaubens. Hier, in der Hofkapelle seiner Münchner Residenz, schließt er mit dem Kaiser einen geheimen Bund. Als Lohn für einen gelungenen Militärschlag verspricht Ferdinand ihm das protestantische Pfälzer Kurfürstentum. Dieses Pfand sollte den Krieg ins Herz des Deutschen Reiches tragen. Man muss zunächst sagen, dass Maximilian ein Bürokrat war. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Er war gleichzeitig sehr fromm. Wir wissen, dass er tiefgläubig war, dass er sich selbst gegeißelt hat und dass er sein Land der heiligen Mutter Gottes mit seinem eigenen Blut geweiht hat. Er wollte also, und das war ihm Herzenssache, dem rechten Glauben zum Durchbruch verhelfen. Mit fatalen Folgen. Maximilian von Bayern ist eigentlich einer der Fundamentalisten, die als die eigentlich Schuldigen an dem Desaster des Dreißigjährigen Krieges gelten können. Die prächtige Kapelle seiner Münchner Residenz zeugt vom tiefen Glauben des Bayernherzogs. Hier büßt er seine Sünden, um den himmlischen Mächten zu gefallen. Hier betet er zur gebenedeiten Mutter Gottes als seiner Generalin. Zwei Männer wählt sich der Kaiser als Verbündete, die gegensätzlicher nicht sein können. Wallenstein gilt als gottlos. In seinem Horoskop ist die Rede von der Verachtung aller Sitten und Gebote, sogar der Religionen. Was ihn mit dem Bayernfürsten verbindet, ist die Lust an der Macht. Von Wallenstein sagt man, er strebe selbst nach der Kaiserkrone. Er sei nur seinen Wollüsten ergeben, schreibt Kepler. Der Saturn im Aufgang mache ihn empfänglich für Alchemie und Zauberei, Magie und Melancholie. Er habe ein unruhiges Gemüt, ein Herr mit allzeit wachen Gedanken, der Neues, Unversuchtes wagt. Das Heer des Bayernherzogs zieht von München nach Prag, um den böhmischen Rebellen entgegenzutreten. Die waffenstarrende Macht soll der katholischen Sache zum Sieg verhelfen. Ein Protokoll des anbrechenden Glaubenskrieges ist bis heute im Hauptstaatsarchiv in München erhalten geblieben. Pater Jeremias Drechsel, der Hofprediger Maximilians, hat über den böhmischen Kreuzzug ein Tagebuch geschrieben. Bereits auf dem Weg nach Prag kommt es zu gewaltsamen Übergriffen gegen Protestanten. Ein Aufwiegler blieb unbelehrbar, so heißt es. Er wollte lieber in 1000 Stücke zerteilt werden, als anders denken. Wallenstein geht es um das Geschäft mit dem Krieg, nicht um die Religion. Seite an Seite mit den Glaubenskämpfern des Bayernherzogs sollen seine Kürassiere für den Kaiser den Sieg über die böhmischen Rebellen erzwingen. Am Abend des 7. November steht die katholisch-kaiserliche Armee westlich vor der Stadt Prag. Am Weißen Berg formieren sich die gewaltigen Heerhaufen zur ersten großen Schlacht des Dreißigjährigen Krieges. Eine monströse Übermacht von 40.000 Reitern und Infanteristen taucht im Morgengrauen aus dem Nebel auf
und tritt gegen nur 13.000 protestantische Soldaten an. Vor der Schlacht wird gesungen und gebetet. Die Dämmerung eines heiligen Krieges. Wer sein Leben dem Kampf um die rechte Religion opfert, dem ist ein Platz im Paradies sicher. Angesichts des göttlichen Lohns, den man den Söldnern verspricht, zählt der Tod wenig. Sancta Maria lautet der Schlachtruf, mit dem die Männer in den Kampf ziehen. Der Dreißigjährige Krieg war zweifellos ein Religionskrieg. Er war es auch nicht, denn es ging natürlich auch um einen ganz irdischen Machtpoker. Aber die Fürsten und die Soldaten in ihren Diensten wussten sich vielfach als Werkzeuge eines höheren Willens. Sie wussten sich in Gottes Hand. Und es ging nicht um die sterblichen Leiber letztlich, sondern es ging um die unsterblichen Seelen. Am Morgen des 8. November entbrennt auf dem Weißen Berg der Kampf gegen das böhmische Ständeheer. In nur einer einzigen Stunde erringen die Glaubenskämpfer des Kaisers einen heroischen Sieg über die Rebellen. Die lassen sich zerstreuen und auseinanderjagen wie eine Horde ohne Disziplin und Kampfesmut. Zu erneutem Widerstand sollten die Geschlagenen nicht fähig sein. Militärisch hätte der Krieg hier ein Ende finden können. Dieses Gemälde erzählt von den Ereignissen. Wie aber hat man sich eine Schlacht im Dreißigjährigen Krieg vorzustellen? Gekämpft wird in Tertios, den Gewalthaufen. Noch zu Beginn des Krieges besteht die Strategie darin, sich mit der größtmöglichen Gewalt der Heere schlichtweg niederzurennen und zu schießen. Schulter an Schulter kämpfen und sterben Hunderte von Musketieren und Pikenieren. Mit diesem Modell haben Militärhistoriker den Verlauf einer Schlacht für das Museum des Dreißigjährigen Krieges in Wittstock rekonstruiert. Jeder Soldat nimmt eine festgelegte Rolle im Programm des Tötens ein. Eröffnet werden die Kämpfe durch das gegenseitige Feuer der Kanonen. Viele Soldaten wurden taub im Donner der Schlacht. Der Einsatz von Geschützen zu Beginn einer Schlacht diente einem doppelten Zweck. Einmal sollte er psychologisch den Gegner erschüttern. Das Dröhnen der Abschüsse der Kanonen, auch der Anblick von Geschützbatterien vor einer angetretenen Front, sollten den Gegner, der doch in einem gewissen Abstand, in einem geringen Abstand der Front gegenüberstand, erschüttern. Die Geschütze hatten keine Zieleinrichtungen, aber der vielfache Abschuss von Geschützbatterien sollte durch den Einschlag der Kanonenkugeln in die gegnerische, dicht gedrängte Front eine Erschütterung auslösen, möglicherweise die Reihen lichten und vielleicht im besten Fall den Gegner zum Weichen bringen. Wenn eine einzige Kugel in die dicht gestaffelten Reihen der Fußsoldaten einschlug, schnitt sie regelrechte Schneisen durch die Menschen. Sie flog bis zu 800 Meter in Mannshöhe und konnte auf ihrer Bahn über 100 Soldaten töten. Man muss sich den Mut der still verharrenden Männer vorstellen, die auf das Ende des Feuers warten, und ihre Angst. Schlägt eine Kugel ein, bleibt nichts als ein Teppich von zerfetzten Leibern zurück. Nach den Kanonieren eröffnen die Musketiere das Feuer. Mehrere Schützen schießen auf ein Kommando auf den Feind, um die Treffsicherheit zu erhöhen. Reihe für Reihe feuern sie ihre Waffen ab, bis sie ihr Pulver buchstäblich verschossen haben. Von den Flanken greifen die Reitersoldaten die Tertios an. Durch ihre schnellen Attacken versuchen sie, das Vorrücken der Musketiere zu verhindern.
Aber Tausende von Pferden sterben auf den Schlachtfeldern. Als Schutzschilde gegen den Sturm der Kürassiere sind die Musketiere von Pikenieren umzäunt. Wie ein Wald ragen ihre langen Stichwaffen empor, um die angreifenden Reiter vom Pferd zu stoßen. Wir dürfen uns es nicht so vorstellen, dass die gesamte Schlacht ein Kampf mit Feuerwaffen gewesen ist. Und wenn die Truppen aufeinander traten, waren diese Waffen eigentlich nicht mehr einzusetzen. Es kam zu einem wirklichen Hauen und Stechen. Und jeder Soldat, der über Schusswaffen verfügte, verfügte gleichsam auch über die entsprechenden Stichwaffen, mit denen er sich im Nahkampf zu verteidigen hatte. Meist sind die Schlachtenformationen schon nach kurzer Zeit im Pulvernebel versunken. Es begann der blutige Kampf Mann gegen Mann. Nicht selten brach völliges Chaos aus. In den Kriegshandbüchern ist genau festgelegt, wie der Musketier sich zu verhalten hat. Mit allem, was er hat, muss er kämpfen. Mit seinem Helm, der Musketengabel, mit seinem Bandelier, bis er nur noch sein nacktes Leben zu verteidigen hat. Als Erkennungszeichen im Nebel der Schlacht dient die Fahne. Selbst im Tod darf der Fähnrich sich nicht von ihr trennen. Er soll seinen Körper in den Stoff wickeln, sie mit den Zähnen halten, wenn er keine Hände mehr hat. So die Vorschriften der damaligen Zeit. Ob Sieg oder Niederlage, bricht die Nacht herein, ist der Kampf zu Ende. Prag ist nach der Schlacht am Weißen Berg wieder fest in der Hand des katholischen Kaisers. Albrecht von Wallenstein wird, dank seiner Kürassiere, zum militärischen Befehlshaber der Stadt und zum Herzog ernannt. Am Fuß des Radzin macht er ein ganzes Viertel dem Erdboden gleich, für einen Palast, in dem er prächtiger leben will als die gekrönten Häupter des Abendlandes. Das Waldsteinpalais ist bis heute ein Sinnbild seiner Visionen und seiner Begierde nach Reichtum und Macht. Die prunkvolle Loggia ist so erhalten geblieben, wie Wallenstein sie plante. Sie zeugt von seinem luxuriösen Lebensstil. Jeden Feldzug sollte ihm der Kaiser mit Palästen und Fürstentümern bezahlen. Ein ganzes Heer livrierter Pagen stand dem Feldherrn zu Diensten. Seine Hofhaltung verschlang Unsummen, die das Geschäft mit dem Krieg aufbringen musste. In einer künstlich angelegten Grotte badete Wallenstein, in einem ausgefallenen Bassin. Schon in jungen Jahren wurde er von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht. Bäder verschafften ihm Linderung von den Schmerzen. Zweiter Gewinner der ersten Schlacht ist Maximilian von Bayern. Als Lohn erhält er die protestantische Pfalz. Mit dieser Urkunde besiegelt der Kaiser sein geheimes Versprechen und belehnt Maximilian mit der pfälzischen Kur. Er habe das Heer der Rebellen durch Verleihung göttlicher Gnaden und Beistand obsiegt. Das brisante Schriftstück wird heute im Münchner Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. Maximilians Belehnung zerstört das Gleichgewicht zwischen protestantischen und katholischen Kräften, trägt den Krieg ins Herz des Reiches. Dänemark marschiert nach Deutschland ein. Die protestantischen Mächte sehen sich durch den Machtzuwachs des Kaisers provoziert. Zum zweiten Mal schlägt Wallensteins Stunde. Ferdinand II. Ernennt ihn zum Generalissimus, macht ihn zum mächtigsten Mann im Reich. Mit einer nie zuvor gesehenen Streitmacht zieht Wallenstein in den Krieg. Ein unendlicher Heerwurm aus 40.000 Kriegsknechten. Militärische Gigantomanie, die seinem Heer den Nimbus der Unbesiegbarkeit verleihen soll. Von seinem böhmischen Herzogtum aus führt Wallensteins Feldzug gen Norden. Er erobert einen feindlich besetzten Stützpunkt nach dem anderen.
Flüsse sind die Lebensadern der Feldzüge für den Transport von Proviant und Rüstungsgütern, die Wallenstein aus seinem Herzogtum ordert. Entlang der Elbe wälzt sich der Tross nach Norden. Tag und Nacht wird der Marsch fortgesetzt. Wer sind die Menschen, die auf Befehl des genialen Feldherrn in den Krieg ziehen? Er folgt dem Ruf der Trommel im Jahr 1627. Ein unbekannter Soldat, nennen wir ihn Peter Hagendorf. 25.000 Kilometer führt der Krieg ihn kreuz und quer durch Deutschland. Er ist ein Gefrorener, so sagt man, einer, dem der Tod nichts anhaben kann. Er schanzt und belagert, hat sein Handwerk von der Pike aufgelernt. Mehr als 20 Jahre lang lebt er davon, andere zu töten. Doch er ist Täter und Opfer zugleich, ein wahrer Simplicissimus. Seine persönlichen Erinnerungen an den Krieg hat er in einem bewegenden Tagebuch aufgeschrieben. Erst vor wenigen Jahren entdeckte ein Historiker die Chronik in der Handschriftensammlung der Staatsbibliothek in Berlin. 192 Blätter, die den Krieg in schnörkelloser Reinschrift aus der Sicht eines einfachen Söldners beschreiben. Hagendorf zieht nicht allein in den Krieg. Unmittelbar nach seiner Musterung sucht er sich eine Gefährtin. Sie hilft ihm beim Beutemachen und bringt auf den Feldzügen 4 Kinder zur Welt. Kaum geboren, werden sie wieder zu Grabe getragen. Hagendorf ist ein Grenzgänger zwischen Leben und Tod, der nie den Mut für eine neue Episode des Schicksals verliert. Fast nichts war bekannt über das Leben der Söldnerfamilien im Tross, bis man sein Tagebuch fand. Ohne die Frauen und die heranwachsenden Kinder wäre der Dreißigjährige Krieg nicht zu führen gewesen. Sie bildeten für ihre Ehemänner oder ihre Gefährten eine Lebensversicherung. Sie trugen den gesamten mobilen Hausrat des Soldaten ins Lager. Sie sorgten für sein leibliches Wohl, sie richteten die Kleidung und sie pflegten den noch marschfähigen, Kranken oder Verwundeten. Immer weiter zieht Wallensteins Heer dem Feind entgegen, wälzt nieder, was von der dänischen Macht geblieben ist. Nur 6 Wochen nach der Unterwerfung Schlesiens steht das Heer 800 Kilometer weiter im Norden. Ein Marsch von fast 20 Kilometern pro Tag ist für die Soldaten ein gewaltiger Kraftakt. Wallenstein baut auf die Strategie der Abschreckung durch sein übermächtiges Heer. Ziel ist die kampflose Übergabe. Der Generalissimus will seine Armee schonen. Was geschah, wenn eine Festung sich widersetzte, bezeugen die Ereignisse auf Breitenburg. Das Schloss gehörte einst dem Humanisten Heinrich Rantzau und befindet sich noch heute im Besitz der Familie. 4 Wochen wurde es von Wallenstein belagert. Nachdem Wallenstein mit seinen Truppen die Burg eingenommen hat, hat er alles, was hier drin war, Zivilbevölkerung und Soldaten, niedergemetzelt. Auf eine grausame Art und Weise. Wie im Einzelnen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind alle nachher eingekuhlt hier in einem Stück Land, das heute die Aaststücken heißt. Und das stimmt auch, denn wir haben es kontrolliert, da sind Schädel und Gebeine. Eine Legende erzählt vom grausamen Zynismus des Generalissimus. Aus Rache und reiner Willkür soll er gemordet haben. Ein Mensch, der alle Sitten und Gebote verachtet, schreibt Kepler über sein Wesen. Eine Frau, die aus der Zivilbevölkerung hier mit in der Burg war, konnte den Hunger nicht mehr aushalten und ist mit der letzten Maus ihres Erachtens bei Wallenstein angekommen
um ihm den unterirdischen Gang zu verraten und hat sich dafür bis an ihr Lebensende genügend Brot ausbedungen. Das wurde ihr zugesagt. Und nachdem Wallenstein die Burg eingenommen hatte, hat er eine Kanone gefüllt mit Brot oder Brotteig und die Frau davor gebunden. Und er soll selber das Kommando zum Abziehen gesprochen haben und gesagt haben, jetzt hast du bis an dein Lebensende genügend Brot zu essen. Mit dem schweren Körper des Heeres legt er sich auf das Reich und saugt so lange an seinem Blut, bis es um Gnade schreit. So die Rede über Wallenstein. Der Krieg soll den Krieg ernähren. Doch um die Armee am Leben zu erhalten, werden ganze Landstriche buchstäblich kahl gefressen und verwüstet. Wallensteins Vision von einer perfekt funktionierenden Kriegsindustrie kehrt sich um in ein Bild der Hölle. Und immer mehr Stände verweigern die Zahlung der Kriegssteuern. In den Archiven vieler Städte sind bis heute Listen der sogenannten Kontributionen erhalten geblieben. Eine Zahlung von bis zu 10% ihres Besitzes wurde den Bürgern auferlegt. Geld und Schmuck, Land und Vieh. In einigen Gegenden stieg die Steuer sogar auf ein Viertel des Vermögens an. Die Logistik der Wallensteinischen Heere scheint auf dem Papier hervorragend funktioniert zu haben. Schaut man sich die Realität an, so war es ganz anders. Wir wissen aus zeitgenössischen Berichten, dass die Soldaten etwa die Kirchenfenster herausbrachen, um mit dem Blei sich Musketenkugeln zu gießen. Wir haben Nachrichten darüber, dass Soldaten an den Lagerfeuern das Holz verbrannten, das sie aus den nahegelegenen Bauernkarten herausgebrochen hatten. Und schließlich gibt es Hinweise, dass Soldaten selbst die Wäsche von der Bleiche stahlen, um sich ihre Blöße zu bedecken. Man kann sich die Zerrissenheit der zeitgenössischen Soldaten, was ihre Kleidung angeht, nicht extrem genug vorstellen. Nackend, bloß, ausgemattet sind die zeitgenössischen Begriffe. Können die Menschen kein Geld für den Krieg mehr aufbringen, kommen Wallensteins Eintreiber und rauben alles, was sie finden und noch aus ihren Opfern herauspressen können. Vielen Bauern bleibt nichts mehr zum Leben. Jeder Durchzug marodierender Truppen bedroht ihre bescheidene Existenz. Maler haben die Gräueltaten der plündernden und mordenden Soldateska in ihren Werken festgehalten. Ganze Landstriche wurden in Asche gelegt. Unschuldige gefoltert, vergewaltigt und vertrieben. Das Elend muss so groß gewesen sein, dass es erstmals in unserer Geschichte in einer Art bildlichen Kriegsberichterstattung seinen Ausdruck fand. Für Wallenstein aber zählen nur die Siege. Der Kaiser ernennt ihn zum Herzog von Mecklenburg, entlohnt ihn mit neuem Land als Pfand für die Kriegsschulden. Seine Taten vergleicht er mit den Prophezeiungen in seinem Horoskop. Im Augusto Dänemark geschlagen soll er an den Rand geschrieben haben. Im echten Horoskop finden sich tatsächlich Notizen aus der Feder des Generalissimus. Die Bemerkungen weisen auf Kriegsbefehle und auf seine Leiden hin, auf Anfälle von Gicht und die ungarische Krankheit, eine Art Malaria. Als Herzog von Mecklenburg scheint Wallensteins Schatten bis nach Skandinavien zu ragen. Der Kaiser ernennt ihn zum General des Ozeanischen und Baltischen Meeres. Eine ungeheure Provokation für den schwedischen Königshof. Gustav Adolf, der wahre Herrscher des Nordens, rüstet seine Armada für den Krieg. Die Propaganda verherrlicht ihn als unbesiegbaren Löwen, als neuen Cäsar, der Wallenstein zum Duell fordert. Der Schwede ist nicht sein einziger Gegner. Feinde macht sich Wallenstein auch im eigenen Lager. In München rüstet sich Maximilian zum Kampf gegen den unkalkulierbaren Feldherrn. In den Augen der deutschen Fürsten ist der böhmische Emporkömmling längst zum heimlichen Kaiser aufgestiegen.
Der Bayernherzog lässt ein geheimes Gutachten über ihn anfertigen. Als Agenten gewinnt er den Kapuzinermönch Valeriano Magni. Sein Bild ist alarmierend. Auf die Krone habe Wallenstein es abgesehen. Er trachte Ferdinand sogar nach dem Leben. Das Urteil des Spitzels ist im Münchner Hauptstaatsarchiv erhalten geblieben. Eine gezielte Intrige gegen den Generalissimus? Wallenstein gerät immer stärker ins Kreuzfeuer der Kritik, als er sich weigert, für den Kaiser ein hochbrisantes Projekt durchzusetzen. Nach dem Sieg über Dänemark soll das ganze Reich wieder katholisch werden. Die Armee soll den rechten Glauben notfalls mit Waffengewalt erzwingen. Wallenstein aber will keinen Krieg im Namen der Religion führen. Wird er die Kraftprobe mit dem Kaiser gewinnen? Er weiß, dass die Pläne des Herrschers ohne seine Truppen nicht durchführbar sind. Ferdinand II. Wagt es nicht, sich von dem abtrünnigen Feldherrn zu trennen. Doch immer mehr Stimmen verlangen seine Absetzung. Ein erbitterter Gegner Wallensteins ist der Beichtvater des Kaisers, Jesuitenpater Wilhelm Lamormeni. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann er mit dem Herrscher sprechen, um ihn von seinen Seelennöten zu befreien. Er ist ein militanter Drahtzieher der umstrittenen Rekatholisierung. Einen Feldherrn habt ihr euch gewählt, der die Religion für nichts achtet, der nicht Gott um Rat fragt, sondern die Magier, der den Krieg vernachlässigt, rasend schier und verblendet durch Hochmut. So eine Kampagne gegen Wallenstein. Die ältere Forschung hat Ferdinand tatsächlich als einen schwachen Herrscher gesehen, der von seinen Beichtvätern abhängig war und eigentlich nur das durchgeführt hat, was ihm von anderen eingeflüstert wurde. Man sieht das heute etwas differenzierter. Ich glaube, dass man keine Beichtväter braucht, um die Motive eines Kaisers zu begreifen, der hier ein frommes Werk vollbringen wollte und wo die Waffenerfolge, die er bis dahin erreicht hatte, ihn ja in der Meinung bestätigen mussten, dass Gott genau dies mit ihm vorhatte, dass er eben dann auch die Erfolge auf dem Schlachtfeld ummünzt in ein Edikt, das das Reich zum rechten Glauben zurückbringt. Das Dokument, mit dem Ferdinand II. Den Protestantismus in Deutschland ausmerzen will, das Restitutionsedikt. Kirchen und Klöster sollen an die katholische Seite zurückerstattet werden. Ein Vorhaben, das selbst beim Papst in Rom umstritten ist und zu einer gefährlichen Eskalation des Krieges führt. Ein Modell der Stadt Augsburg vor 400 Jahren. Eine Hochburg des Protestantismus. Hier, wo man vor dem Großen Krieg erstmals ein friedliches Nebeneinander der Konfessionen vereinbarte, statuieren Kaiser und Jesuiten ein Exempel gewaltsamer Rekatholisierung. Auf dem Augsburger Marktplatz wird zur Abschreckung ein Galgen errichtet. Glaub oder stirb. Wer sich nicht zur rechten Religion bekennt, muss um sein Leben fürchten. Hunderttausende sollen zwangsbekehrt oder vertrieben werden. Wallenstein verweigert die Vollstreckung des Edikts. Er sagt den Anbruch eines neuen Religionskrieges voraus. Schon bald werden kaiserliche Truppen das protestantische Magdeburg in Asche legen. Die Erbitterung wird so groß sein, so Wallensteins Prophezeiung, dass alle sagen, der Schwede soll nur kommen. Nach allem, was wir wissen, war Wallenstein kein religiöser Fundamentalist. Sicher war er fromm und gläubig, aber hier musste er sehen, dass das Maß überschritten war. Hier war ein Schritt zu viel getan, der Gegenreaktionen zur Folge haben musste, und es war gegen seine Interessen, jetzt den Krieg verlängert zu sehen. Deswegen war er Gegner dieses Edikts. Er war immerhin in der Zwischenzeit im Besitz von Mecklenburg, er war Herzog von Friedland. Er hatte also
ein Schärflein im Trocknen und das wollte er dort lassen, wo es war und nicht durch einen neuen Krieg alles aufs Spiel setzen. Das Archiv der Jesuitenkurie in Rom. Hier geben noch heute ganze Berge von Akten Auskunft darüber, mit welchem Nachdruck der Orden das Edikt betrieben hat. Auch die Korrespondenz des kaiserlichen Beichtvaters Lamormeni ist erhalten geblieben. Mehr als 1000 Briefe bezeugen den religiösen Eifer, mit dem er dem rechten Glauben zum Durchbruch verhelfen wollte, und seinen erbitterten Kampf gegen Albrecht von Wallenstein. Im Jahr 1630 schicken die Soldaten Gottes, wie man die Jesuiten nennt, eine Delegation zum Kurfürstentag nach Regensburg, um ihre Interessen durchzusetzen. Hier will man über Krieg und Frieden verhandeln und über das Schicksal des Generalissimus. Diplomaten aus ganz Europa kommen über diese Brücke in die Stadt an der Donau. Im Reichstag machen sich Maximilian von Bayern und die Jesuiten zu Wortführern einer Hetzkampagne gegen Wallenstein. Sie fordern seine Entlassung und der Kaiser gibt nach. Was Wallenstein im Augenblick der Niederlage fühlte, ist bis heute ein Geheimnis. Er nahm die Entscheidung des Kaisers ruhig und gelassen entgegen. Er habe die Nachricht schon in den Sternen gelesen, soll er dem Sendboten gesagt haben. Wallenstein ahnt, dass sein Ende noch nicht gekommen ist, als Schwedenkönig Gustav Adolf die Bühne des Krieges betritt. Der Held aus dem Norden erobert ganz Deutschland mit triumphalen Siegen. Und der Kaiser erkennt, dass nur einer ihn aus dem Reich jagen kann. Wallenstein wird erneut zum Herrn über Krieg und Frieden ernannt. Vor Nürnberg kommt es zur ersten dramatischen Begegnung. Wallenstein schlägt den Schweden in die Flucht. Doch der Kriegerkönig zwingt ihn erneut zum Duell. Wer wird siegen im Kampf der Giganten? Dicht gedrängte Front, eine Erschütterung auslösen, möglicherweise die Reihen lichten und vielleicht im besten Fall den Gegner zum Weichen bringen. Wenn eine einzige Kugel in die dicht gestaffelten Reihen der Fußsoldaten einschlug, schnitt sie regelrechte Schneisen durch die Menschen. Sie flog bis zu 800 Meter in Mannshöhe und konnte auf ihrer Bahn über 100 Soldaten töten. Man muss sich den Mut der still verharrenden Männer vorstellen, die auf das Ende des Feuers warten, und ihre Angst. Schlägt eine Kugel ein, bleibt nichts als ein Teppich von zerfetzten Leibern zurück. Nach den Kanonieren eröffnen die Musketiere das Feuer. Mehrere Schützen schießen auf ein Kommando auf den Feind, um die Treffsicherheit zu erhöhen. Reihe für Reihe feuern sie ihre Waffen ab, bis sie ihr Pulver buchstäblich verschossen haben. Von den Flanken greifen die Reitersoldaten die Tertios an. Durch ihre schnellen Attacken versuchen sie, das Vorrücken der Musketiere zu verhindern. Aber Tausende von Pferden sterben auf den Schlachtfeldern. Als Schutzschilde gegen den Sturm der Kürassiere sind die Musketiere von Pikenieren umzäunt. Wie ein Wald ragen ihre langen Stichwaffen empor, um die angreifenden Reiter vom Pferd zu stoßen. Wir dürfen uns es nicht so vorstellen, dass die gesamte Schlacht ein Kampf mit Feuerwaffen gewesen ist.
Und wenn die Truppen aufeinander traten, waren diese Waffen eigentlich nicht mehr einzusetzen. Es kam zu einem wirklichen Hauen und Stechen. Und jeder Soldat, der über Schusswaffen verfügte, verfügte gleichsam auch über die entsprechenden Stichwaffen, mit denen er sich im Nahkampf zu verteidigen hatte. Meist sind die Schlachtenformationen schon nach kurzer Zeit im Pulvernebel versunken. Es begann der blutige Kampf Mann gegen Mann. Nicht selten brach völliges Chaos aus. In den Kriegshandbüchern ist genau festgelegt, wie der Musketier sich zu verhalten hat. Mit allem, was er hat, muss er kämpfen. Mit seinem Helm, der Musketengabel, mit seinem Bandelier, bis er nur noch sein nacktes Leben zu verteidigen hat. Als Erkennungszeichen im Nebel der Schlacht dient die Fahne. Selbst im Tod darf der Fähnrich sich nicht von ihr trennen. Er soll seinen Körper in den Stoff wickeln, sie mit den Zähnen halten, wenn er keine Hände mehr hat. So die Vorschriften der damaligen Zeit. Die Prager Burg wird zum Schauplatz einer Rebellion böhmischer Stände. Ihr Zorn richtet sich gegen den erzkatholischen Kaiser. Er will die Rechte der Protestanten beschneiden und ihre Kirchen schließen. Die Antwort ist der Prager Fenstersturz. Die Aufständischen stürmen in die böhmische Kanzlei und stürzen zwei kaiserliche Statthalter samt ihrem Sekretär aus diesem Fenster der Burg. Die Rebellen wollen ein Exempel statuieren. Doch die katholischen Statthalter überleben das Spektakel dank eines Misthaufens im Schlossgraben, den sie für göttliche Fügung halten. Was hier in der böhmischen Kanzlei begann, wäre zum historischen Witz geraten, hätte es nicht halb Europa ins Chaos gestürzt. Man möge sich auf einen 20-, 30- oder gar 40-jährigen Krieg gefasst machen, sagte der Kölner Erzbischof voraus. Mit der böhmischen Revolte schlägt Wallensteins Stunde. Mit einer verwegenen Tat schlägt er sich auf die Seite des katholischen Kaisers. Zu nächtlicher Stunde dringen seine Kürassiere in das Schatzmeisterquartier der mährischen Stände ein. Es ist die Stunde der Spekulanten und Beutemacher, die alles auf eine Karte setzen, auf den großen Krieg, der Reichtum und den Aufstieg zum ruhmreichen Feldherrn verspricht. Fast 100.000 Taler raubt Wallenstein den eigenen Standesgenossen, die sich mit den böhmischen Rebellen verbündet haben. Wallenstein zieht mit dem erbeuteten Schatz und 200 Kürassieren zum Kaiser nach Wien, um den Retter der Monarchie zu spielen. Ein Regiment der böhmischen Stände lauert bereits vor den Toren der Stadt. Der Kaiser aber bleibt tatenlos und verschanzt sich in der Hofburg. Ihm fehlt eine schlagkräftige Armee und das Geld, um zu rüsten. Für Ferdinand II. Kommt der ehrgeizige Feldherr wie gerufen. Auf eigene Kosten will Wallenstein ein gewaltiges Heer zusammenstellen. Die Ständekasse habe er vor den Rebellen retten wollen, soll er in seiner Audienz beim Kaiser gesagt haben. Der Herrscher in Not sollte das Schicksal seines Landes schon bald in die Hände des machthungrigen Aufsteigers legen. Wallenstein war ein glänzender Organisator und er war ein Finanzgenie. Er war kein Neuerer, aber er verstand es, die alten Wege, die man kannte, sehr gut auszubauen und perfekt anzuwenden. Er war außerdem die Bleikugel hinzugefügt und die Ladung festgestopft. Eine fein dosierte Menge Schwarzpulver wird aus der Pulverflasche auf die Zündplatte gegeben. Zuletzt wird die brennende Lunte in die Zündvorrichtung eingespannt und die Ladung explodiert. Wallensteins Eliteeinheiten sollen für den Kaiser gegen die böhmischen Rebellen kämpfen. Als Oberbefehlshaber und Geldgeber für den ersten Feldzug aber setzt der Herrscher zunächst auf einen anderen Mann.
Maximilian von Bayern betritt die Bühne des Krieges. Er sollte zum größten Rivalen Wallensteins werden. Der Münchner Cousin des Kaisers regiert einen gut funktionierenden Nationalstaat und verfügt ebenfalls über ein eigenes Heer. Zugleich ist Maximilian ein fanatischer Verfechter des katholischen Glaubens. Hier, in der Hofkapelle seiner Münchner Residenz, schließt er mit dem Kaiser einen geheimen Bund. Als Lohn für einen gelungenen Militärschlag verspricht Ferdinand ihm das protestantische Pfälzer Kurfürstentum. Dieses Pfand sollte den Krieg ins Herz des Deutschen Reiches tragen. Man muss zunächst sagen, dass Maximilian ein Bürokrat war. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Er war gleichzeitig sehr fromm. Wir wissen, dass er tiefgläubig war, dass er sich selbst gegeißelt hat und dass er sein Land der heiligen Mutter Gottes mit seinem eigenen Blut geweiht hat. Er wollte also, und das war ihm Herzenssache, dem rechten Glauben zum Durchbruch verhelfen. Mit fatalen Folgen. Maximilian von Bayern ist eigentlich einer der Fundamentalisten, die als die eigentlich Schuldigen an dem Desaster des Dreißigjährigen Krieges gelten können. Die prächtige Kapelle seiner Münchner Residenz zeugt vom tiefen Glauben des Bayernherzogs. Hier büßt er seine Sünden, um den himmlischen Mächten zu gefallen. Hier betet er zur gebenedeiten Mutter Gottes als seiner Generalin. Zwei Männer wählt sich der Kaiser als Verbündete, die gegensätzlicher nicht sein können. Wallenstein gilt als gottlos. In seinem Horoskop ist die Rede von der Verachtung aller Sitten und Gebote, sogar der Religionen. Was ihn mit dem Bayernfürsten verbindet, ist die Lust an der Macht. Von Wallenstein sagt man, er strebe selbst nach der Kaiserkrone. Er sei nur seinen Wollüsten ergeben, schreibt einem luxuriösen Lebensstil. Jeden Feldzug sollte ihm der Kaiser mit Palästen und Fürstentümern bezahlen. Ein ganzes Heer livrierter Pagen stand dem Feldherrn zu Diensten. Seine Hofhaltung verschlang Unsummen, die das Geschäft mit dem Krieg aufbringen musste. In einer künstlich angelegten Grotte badete Wallenstein, in einem ausgefallenen Bassin. Schon in jungen Jahren wurde er von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht. Bäder verschafften ihm Linderung von den Schmerzen. Zweiter Gewinner der ersten Schlacht ist Maximilian von Bayern. Als Lohn erhält er die protestantische Pfalz. Mit dieser Urkunde besiegelt der Kaiser sein geheimes Versprechen und belehnt Maximilian mit der pfälzischen Kur. Er habe das Heer der Rebellen durch Verleihung göttlicher Gnaden und Beistand obsiegt. Das brisante Schriftstück wird heute im Münchner Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. Maximilians Belehnung zerstört das Gleichgewicht zwischen protestantischen und katholischen Kräften, trägt den Krieg ins Herz des Reiches. Dänemark marschiert nach Deutschland ein. Die protestantischen Mächte sehen sich durch den Machtzuwachs des Kaisers provoziert. Zum zweiten Mal schlägt Wallensteins Stunde. Ferdinand II. Ernennt ihn zum Generalissimus, macht ihn zum mächtigsten Mann im Reich. Mit einer nie zuvor gesehenen Streitmacht zieht Wallenstein in den Krieg. Ein unendlicher Heerwurm aus 40.000 Kriegsknechten. Militärische Gigantomanie, die seinem Heer den Nimbus der Unbesiegbarkeit verleihen soll. Von seinem böhmischen Herzogtum aus führt Wallensteins Feldzug gen Norden. Er erobert einen feindlich besetzten Stützpunkt nach dem anderen. Flüsse sind die Lebensadern der Feldzüge für den Transport von Proviant und Rüstungsgütern, die Wallenstein aus seinem Herzogtum ordert. Entlang der Elbe wälzt sich der Tross nach Norden. Tag und Nacht wird der Marsch fortgesetzt.
Wer sind die Menschen, die auf Befehl des genialen Feldherrn in den Krieg ziehen? Er folgt dem Ruf der Trommel im Jahr 1627 entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Pest und rohe Gewalt. Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. An manchen Orten starben niemals zuvor und nie wieder danach so viele Menschen. Albrecht von Wallenstein. Mit der größten Streitmacht aller Zeiten erkämpft er für den katholischen Kaiser die Vorherrschaft in Europa. Der Krieg macht ihn zum mächtigsten Mann im Reich. Seine Beute sind prächtige Paläste. Seine Feinde verteufeln ihn als Gottlosen, der in seinem Machtwahn selbst nach der Krone strebt. So ein geheimes Gutachten. Der Feldherr wird zum Opfer höfischer Intrigen. In der Stunde seiner Niederlage tritt Schwedenkönig Gustav Adolf auf den Plan. Nur einer kann ihm Paroli bieten. Wallenstein. Er zählt zu den rätselhaftesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Albrecht von Wallenstein, geboren am 14. September 1583. In seinem Horoskop sucht der sternengläubige Feldherr sein Schicksal zu lesen. Johannes Kepler, der große Astronom, hat es erstellt. Es ist der Schlüssel zu seinem unergründlichen Wesen. Wir haben uns auf die Suche nach dem geheimnisumwitterten Schriftstück begeben. Die monatelange Recherche führt uns in das sächsische Hauptstaatsarchiv in Dresden. Das Dokument, das die Eigenschaften des kriegerischen Fürsten beschreibt, galt lange als verschollen. Niemand vermochte zu sagen, was daran Dichtung, was Wahrheit ist. Doch hier ist es bis heute erhalten geblieben. In der Akte Geheimer Rat, Geheimes Archiv 8113. Von einem Menschen ist in Keplers Aufzeichnung, regiert einen gut funktionierenden Nationalstaat und verfügt ebenfalls über ein eigenes Heer. Zugleich ist Maximilian ein fanatischer Verfechter des katholischen Glaubens. Hier, in der Hofkapelle seiner Münchner Residenz, schließt er mit dem Kaiser einen geheimen Bund. Als Lohn für einen gelungenen Militärschlag verspricht Ferdinand ihm das protestantische Pfälzer Kurfürstentum. Dieses Pfand sollte den Krieg ins Herz des Deutschen Reiches tragen. Man muss zunächst sagen, dass Maximilian ein Bürokrat war. Er war ein unermüdlicher Arbeiter. Eine Kerze, die an beiden Seiten brennt. Er war gleichzeitig sehr fromm. Wir wissen, dass er tiefgläubig war, dass er sich selbst gegeißelt hat und dass er sein Land der heiligen Mutter Gottes mit seinem eigenen Blut geweiht hat. Er wollte also, und das war ihm Herzenssache, dem rechten Glauben zum Durchbruch verhelfen. Mit fatalen Folgen. Maximilian von Bayern ist eigentlich einer der Fundamentalisten, die als die eigentlich Schuldigen an dem Desaster des Dreißigjährigen Krieges gelten können. Die prächtige Kapelle seiner Münchner Residenz zeugt vom tiefen Glauben des Bayernherzogs. Hier büßt er seine Sünden, um den himmlischen Mächten zu gefallen. Hier betet er zur gebenedeiten Mutter Gottes als seiner Generalin. Zwei Männer wählt sich der Kaiser als Verbündete, die gegensätzlicher nicht sein können. Wallenstein gilt als gottlos. In seinem Horoskop ist die Rede von der Verachtung aller Sitten und Gebote, sogar der Religionen.
Was ihn mit dem Bayernfürsten verbindet, ist die Lust an der Macht. Von Wallenstein sagt man, er strebe selbst nach der Kaiserkrone. Er sei nur seinen Wollüsten ergeben, schreibt Kepler. Der Saturn im Aufgang mache ihn empfänglich für Alchemie und Zauberei, Magie und Melancholie. Er habe ein unruhiges Gemüt, ein Herr mit allzeit wachen Gedanken, der Neues, Unversuchtes wagt. Das Heer des Bayernherzogs zieht von München nach Prag, um den böhmischen Rebellen entgegenzutreten. Die waffenstarrende Macht soll der katholischen Sache zum Sieg verhelfen. Ein Protokoll des anbrechenden Glaubenskrieges ist bis heute im Hauptstaatsarchiv in München erhalten geblieben. Pater Jeremias Drechsel, der Hofprediger Maximilians, hat über den böhmischen, ob Sieg oder Niederlage, bricht die Nacht herein, ist der Kampf zu Ende. Prag ist nach der Schlacht am Weißen Berg wieder fest in der Hand des katholischen Kaisers. Albrecht von Wallenstein wird, dank seiner Kürassiere, zum militärischen Befehlshaber der Stadt und zum Herzog ernannt. Am Fuß des Radzin macht er ein ganzes Viertel dem Erdboden gleich. Für einen Palast, in dem er prächtiger leben will als die gekrönten Häupter des Abendlandes. Das Waldsteinpalais ist bis heute ein Sinnbild seiner Visionen und seiner Begierde nach Reichtum und Macht. Die prunkvolle Loggia ist so erhalten geblieben, wie Wallenstein sie plante. Sie zeugt von seinem luxuriösen Lebensstil. Jeden Feldzug sollte ihm der Kaiser mit Palästen und Fürstentümern bezahlen. Ein ganzes Heer livrierter Pagen stand dem Feldherrn zu Diensten. Seine Hofhaltung verschlang Unsummen, die das Geschäft mit dem Krieg aufbringen musste. In einer künstlich angelegten Grotte badete Wallenstein, in einem ausgefallenen Bassin. Schon in jungen Jahren wurde er von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht. Bäder verschafften ihm Linderung von den Schmerzen. Zweiter Gewinner der ersten Schlacht ist Maximilian von Bayern. Als Lohn erhält er die protestantische Pfalz. Mit dieser Urkunde besiegelt der Kaiser sein geheimes Versprechen und belehnt Maximilian mit der pfälzischen Kur. Er habe das Heer der Rebellen durch Verleihung göttlicher Gnaden und Beistand obsiegt. Das brisante Schriftstück wird heute im Münchner Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. Maximilians Belehnung zerstört das Gleichgewicht zwischen protestantischen und katholischen Kräften, trägt den Krieg ins Herz des Reiches. Dänemark marschiert nach Deutschland ein. Die protestantischen Mächte sehen sich durch den Machtzuwachs des Kaisers provoziert. Zum zweiten Mal schlägt Wallensteins Stunde. Ferdinand II. Ernennt ihn zum Generalissimus, macht ihn zum mächtigsten Mann im Reich. Mit einer nie zuvor gesehenen Streitmacht zieht Wallenstein in den Krieg. Ein unendlicher Heerwurm aus 40.000 Kriegsknechten. Militärische Gigantomanie, die seinem Heer den Nimbus der Unbesiegbarkeit verleihen soll. Aufwiegler blieb unbelehrbar, so heißt es. Er wollte lieber in 1000 Stücke zerteilt werden, als anders denken. Wallenstein geht es um das Geschäft mit dem Krieg, nicht um die Religion. Seite an Seite mit den Glaubenskämpfern des Bayernherzogs sollen seine Kürassiere für den Kaiser den Sieg über die böhmischen Rebellen erzwingen. Am Abend des 7. November steht die katholisch-kaiserliche Armee westlich vor der Stadt Prag. Am Weißen Berg formieren sich die gewaltigen Heerhaufen zur ersten großen Schlacht des Dreißigjährigen Krieges.
Eine monströse Übermacht von 40.000 Reitern und Infanteristen taucht im Morgengrauen aus dem Nebel auf und tritt gegen nur 13.000 protestantische Soldaten an. Vor der Schlacht wird gesungen und gebetet. Die Dämmerung eines heiligen Krieges. Wer sein Leben dem Kampf um die rechte Religion opfert, dem ist ein Platz im Paradies sicher. Angesichts des göttlichen Lohns, den man den Söldnern verspricht, zählt der Tod wenig. Sancta Maria lautet der Schlachtruf, mit dem die Männer in den Kampf ziehen. Der Dreißigjährige Krieg war zweifellos ein Religionskrieg. Er war es auch nicht, denn es ging natürlich auch um einen ganz irdischen Machtpoker. Aber die Fürsten und die Soldaten in ihren Diensten wussten sich vielfach als Werkzeuge eines höheren Willens. Sie wussten sich in Gottes Hand. Und es ging nicht um die sterblichen Leiber letztlich, sondern es ging um die unsterblichen Seelen. Am Morgen des 8. November entbrennt auf dem Weißen Berg der Kampf gegen das böhmische Ständeheer. In nur einer einzigen Stunde erringen die Glaubenskämpfer des Kaisers einen heroischen Sieg über die Rebellen. Die lassen sich zerstreuen und auseinanderjagen wie eine Horde ohne Disziplin und Kampfesmut. Zu erneutem Widerstand sollten die Geschlagenen nicht fähig sein. Militärisch hätte der Krieg hier ein Ende finden können. Dieses Gemälde erzählt von den Ereignissen. Wie aber hat man sich eine Schlacht im Dreißigjährigen Krieg vorzustellen? Stückzahlen her. Nie zuvor ist das Handwerk vor eine vergleichbare Aufgabe gestellt worden. Mit den besten Modellen aus den Waffenschmieden seiner Zeit stattet der Rüstungsmanager sein Heer aus. Feuerwaffen will er auf seinen Feldzügen massiv zum Einsatz bringen. Wallenstein hat in seinen Territorien eine Industrie oder eine Protoindustrie aufzubauen verstanden, die vor allen Dingen Handwaffen, Blankwaffen, aber auch einen Großteil der Uniformherstellung seiner Armee konzentrierte. Die Gelder, die im Rahmen des Krieges zukamen, wusste er somit in den eigenen Wirtschaftskreislauf produktiv zu integrieren. Der Umgang mit der Muskete ist das wichtigste Handwerk für die Söldner des Dreißigjährigen Krieges. In den militärischen Handbüchern der damaligen Zeit ist jeder Schritt akribisch in Zeichnungen festgehalten. Über 100 Handgriffe werden darin beschrieben. Für den komplizierten und nicht ungefährlichen Ladevorgang benötigen geübte Soldaten 1,5 Minuten. Ein Schütze demonstriert die schwierige Handhabung der Muskete. Aus einem der 12 Apostel am Bandelier des Soldaten wird exakt abgemessenes Schwarzpulver in den Lauf des Gewehres geschüttet, die Bleikugel hinzugefügt und die Ladung festgestopft. Eine fein dosierte Menge Schwarzpulver wird aus der Pulverflasche auf die Zündplatte gegeben. Zuletzt wird die brennende Lunte in die Zündvorrichtung eingespannt und die Ladung explodiert. Wallensteins Eliteeinheiten sollen für den Kaiser gegen die böhmischen Rebellen kämpfen. Als Oberbefehlshaber und Geldgeber für den ersten Feldzug aber setzt der Herrscher zunächst auf einen anderen Mann. Maximilian von Bayern betritt die Bühne des Krieges. Er sollte zum größten Rivalen Wallensteins werden.
Der Münchner Cousin des Kaisers regiert einen gut funktionierenden Nationalstaat und verfügt ebenfalls über ein eigenes Heer. Zugleich ist Maximilian ein fanatischer Verfechter des katholischen Glaubens. Hier 1000 Mann unter Fahneneid zu stellen, eine gewaltige Armee, die ihn zum heimlichen Herrscher macht. Im Reich herrscht zu Beginn des Krieges eine wirtschaftliche Krise, die Wallenstein für die Rekrutierung von Soldaten zu nutzen weiß. Immer mehr Männer suchen Unterschlupf in den Armeen, um der drohenden Verelendung zu entgehen. Wallenstein ruft eine erste Kriegsindustrie ins Leben. Mit imposanten Rüstungen lässt er seine Elite-Soldaten ausstaffieren. Für das Unternehmen Krieg müssen gewaltige Stückzahlen her. Nie zuvor ist das Handwerk vor eine vergleichbare Aufgabe gestellt worden. Mit den besten Modellen aus den Waffenschmieden seiner Zeit stattet der Rüstungsmanager sein Heer aus. Feuerwaffen will er auf seinen Feldzügen massiv zum Einsatz bringen. Wallenstein hat in seinen Territorien eine Industrie oder eine Protoindustrie aufzubauen verstanden, die vor allen Dingen Handwaffen, Blankwaffen, aber auch einen Großteil der Uniformherstellung seiner Armee konzentrierte. Die Gelder, die im Rahmen des Krieges zukamen, wusste er somit in den eigenen Wirtschaftskreislauf produktiv zu integrieren. Der Umgang mit der Muskete ist das wichtigste Handwerk für die Söldner des Dreißigjährigen Krieges. In den militärischen Handbüchern der damaligen Zeit ist jeder Schritt akribisch in Zeichnungen festgehalten. Über 100 Handgriffe werden darin beschrieben. Für den komplizierten und nicht ungefährlichen Ladevorgang benötigen geübte Soldaten 1,5 Minuten. Ein Schütze demonstriert die schwierige Handhabung der Muskete. Aus einem der 12 Apostel am Bandelier des Soldaten wird exakt abgemessenes Schwarzpulver in den Lauf des Gewehres geschüttet, die Bleikugel hinzugefügt und die Ladung festgestopft. Eine fein dosierte Menge Schwarzpulver wird aus der Pulverflasche auf die Zündplatte gegeben. Zuletzt wird die brennende Lunte in die Zündvorrichtung eingespannt und die